Während sich dieser Stummelfüßer durch den Regenwald windet, erregt etwas seine Aufmerksamkeit. Doch es ist nicht das grüne, blinkende Licht der Feuerkäfer, denn Stummelfüßer sind so gut wie blind. Allerdings spüren sie jeden Windhauch, der durch Bewegungen ausgelöst wird. So finden sie ihre Beute. Und sie lieben Käfer. Der Stummelfüßer bewegt sich so langsam voran, dass sein Opfer ihn nicht bemerkt. Dann schlägt er blitzschnell zu. Zwei Poren feuern bis zu 30 cm lange klebrige Seile ab. Der schnell trocknende Klebstoff soll seine Beute schwächen. Erwischt. Nun offenbart der Stummelfüßer eine weitere Waffe. Ein Messer in seinem Kiefer, mit dem er die Beute aufspießt. Dann injiziert er toxischen Speichel. Die Beute stirbt und wird vorverdaut. Seine starken Kiefer zerkleinern den Käfer, der dann gefressen wird.